Aufstehen, Mann, morgen, Kaffee, Schwein, ach Gottchen, nee, kein Bock, ey. Ach, hallo, ja, guten Tag. Wir sind noch dabei, hier, Katze ist noch da. Wir können auch Bilderrahmen basteln. Ja, hi. Bilderrahmen weiß ich gerade mal nicht. Könnte ich gerade mal nachschauen, aber will ich auch gerade mal nicht. Ich wollte eigentlich, mein eigentlicher Plan war, dass ich mich in die Höhle schmeiße. Und zwar die, die wir da hinten schon halbwegs gefunden haben zumindest. Jetzt habe ich aber Blumentöpfe bei mir. Komm, die werde ich noch eben los. Ich habe eine Blume dabei. Ich habe... Haben wir hier noch irgendwas? Zwei Blumen. Ach, wunderbar. Da. Die goldenen Äpfel sollte ich denn mitnehmen, falls wir in die Höhlen gehen. Oder, na, machen wir auf jeden Fall. So, kriegen wir erstmal hier ein bisschen Verzierung hin. Wunderbar. Ich habe die... Die anderen Dinger können wir dann auch noch... Es sieht so hingestellt aus hier. Ich meine, ist ja auch hingestellt. Aber so in der Mitte, das sieht meist nicht aus. Es muss immer so leicht nicht allzu steril aussehen, denn das Bild. Denke ich das. So, aber es ist was anderes. Hier kommt. Ach komm, Pam. Okay. Hier ist ja immer noch so viel Fläche. Ich weiß noch nicht, ob man hier tatsächlich irgendwas noch reinbasteln sollte. Ich hatte das, glaube ich, mal schon mal versucht. Weiß ich nicht, ob das gar nicht hier, ob das hier drin war. Kann ich gerade mal nicht sagen. Aber es sah halt nicht so aus. Komm hier, zack, zack. Stimmt, hätte man auch hier reinstellen können, aber ist egal. Wir machen uns später sicherlich noch mehr. Ich möchte ablegen. Krempel. Beliebige Menge. Stein brauchen wir jetzt mal nicht. Das heißt, Steinziegel sind das. Die Teile können erstmal hier rein. Die ist zwar hübsch, aber kann ich gerade mal noch nicht so verwenden. Das heißt, ich möchte das nicht komplett ziellos irgendwie anwenden hier. Schwert sollte ich noch ein weiteres mitnehmen. Da nicht. Was ist denn das eigentlich hier? Ist das alles? Alles Kies. Ja, alles Kies. Dann kann der Kies ja auch mit rein. Birkenholzbretter. Warum habe ich sowas hier mit? Sagt jetzt nicht, weil ich das mitgenommen habe. Das weiß ich selber. So. Die Zäune können ja auch noch mal hier als Holzprodukt da rein. Birkenholzstufe. Wunder. Da hatte ich schon noch welche von. Die kommen auch hier rein. Da haben wir noch Fichtenholzstufen. Ach, was wir alles haben. Steinstufen haben wir wahrscheinlich auch noch 1000 von gehabt. Ne, das sind nur 6. Ja, ist ja fast das gleiche. Und Brot ist gut. Steak haben wir auch dabei. Erde brauchen wir auch. Kohle ist... Boah, brauchen wir eigentlich nicht. Finden wir sofort. Sollten wir, wenn wir in die Höhlen gehen. Sonst wäre es... Genau, ich nehme nochmal hier die Hälfte mit. Oder 10. Vom Obsidian. Das ist Doppelname. Miau. Ich Enderkiste bräuchten wir ja, glaube ich, ein Auge zu, ne? Enderauge. Das müssten wir ja erstmal auch irgendwie herstellen oder finden oder machen. Weiß ich nicht, sonst hätte ich ja spontan nochmal eine andere Kiste hier gebastelt. Aber mache ich gerade mal nicht. So, ich wollte was loswerden. Und zwar, was wollte ich denn loswerden? Ich wollte die Schere eigentlich loswerden. Hier zur Wolle. Bogen haben wir dabei. Ich wollte noch ein zerweites Schwert haben, glaube ich. Also, die Dinger können auch weg. Sand. Komm, ich mache jetzt. Ich gehe nochmal da hoch. Ich mache es gerade wieder viel zu kompliziert, das weiß ich selber. Aber ich mache es aus Freude. Die ist aber auch gesprächig hier. Die Dame. Oder der Herr. Ich glaube, es ist aber eher eine Dame. So. Genau, ein bisschen Eisen nehme ich mit, damit wir hier basteln können im Zweifelsfall. Schwert. Wunderbar. Knochen brauche ich eigentlich ja nicht. Stöcke. Wump. Komm, die haue ich jetzt einfach mal hier unten rein, so als Abladefläche. Da haben wir noch Glowstone Dust. Die Äpfel, genau. Ha, fast vergessen. Und zwar, der Tag ist schon ziemlich tagig. Ich habe immer noch keine... eine Axt brauche ich nicht. Ich gehe einfach mal los, ne? Pfump. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Doch, ich habe was vergessen.
Kompass. Und, ja, Karte brauche ich eigentlich nicht. Ich will ja nur zur Höhle hin. Da reicht mir nicht, ein Bett ist... Bett, wir brauchen ein Bett. Effizienz 2 ist auch nicht schlecht. Aber wir nehmen ihn mal mit. Sonst benutzen wir die eh nie. Haltbarkeit. Nehmen wir auch nochmal mit. So, passt. Man weiß ja nie, wann man das benutzt und wann nicht. Haben wir hier eine Werkbank? Nö, aber können wir uns ja basteln. So, das heißt, ich gehe mal im Eiltempo da hinten hin. Im Eiltempo. So, wunderbar. Und wir schauen einfach mal, was uns die Höhle denn so bringen wird. Ohne Schädel sieht es hier irgendwie noch herbstlicher aus. Das andere war ja schon herbstlich durch die Farben. Aber das hier jetzt sieht mal ein bisschen trister aus. Aber kann man auch machen. Hier fehlt immer noch das Gebaue. Das sieht, also von der Beleuchtung her sieht es halt aus, als ob es gerade wolkig wäre. Bewölkt. Der Himmel sagt uns natürlich was anderes, weil die Sonne da oben steht. Aber insgesamt gesehen, ja, ich meine, ist nett, dass ich habe das jetzt auch, also ich, ne, ich habe es halt so akzeptiert, dass es so aussieht. Deswegen auch dieses Intermezzo ohne Shader. Mal gucken, wie es denn in der nächsten Aufnahme aussieht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Schauen wir einfach mal. So, ich sollte nicht mit der Diamantspitzhacke hier rumrennen, sonst werden die ganzen Schafe noch neidisch auf mich, weil die auch gern Diamanten hätten. Das sieht man denen doch an, da sind wir mal ehrlich, ne? Die sehen auch schon immer so lungernd aus. Nur weil die das einem nicht gönnen wollen, dass man selber mehr hat als sie selber. Die haben zwar Wolle, aber da können die sich auch nichts von kaufen. Na, guck mal, hier kommen wir raus. Ja, haben wir schön markiert. Ist die Frage. Hatten wir hier nicht noch einen anderen Höhlenabschnitt oder kam es nur so vor? Hier waren wir sogar schon drin gewesen. Ist nur die Frage, ob komplett, sonst würde ich hier nochmal anschließen. Ich glaube, hier sind wir nicht komplett durch gewesen. Kann das sein? Es geht zumindest hoch. Es geht runter. Ich glaube, hier oben war ich. Aha, genau. Hier aber noch... Naja, ging es so steil bergab. Hier wollte ich dann, glaube ich, nicht weiter, weil ich kein Schwert dabei gehabt habe. Ich höre doch schon das Geklapper. Klapper. Klappeur. Ein Skelett. Huah! Da oben? Oh, ich, hey, hey, hey. Was haben wir denn noch? Naja, ich muss. Da ist noch einer. Ist aber viel. Ach, guck mal, hier geht's nochmal komplett wieder hoch, oder was? Ach, cool. Ich sollte mal das Skelett hauen. So. Ja, andere Sounds auch insgesamt gesehen. Das Gezeug, das nehmen wir gleich noch mit. Hier der ganzen Rohstöffchens. Müssen jetzt erstmal hier Sicherheit verbreiten. Mal gucken, ob das mit dem System mit den Fackeln noch hier aufgeht. Ich weiß noch nicht so genau. Hier ist eine Sackgasse. Das ist schön, das freut mich gerade aus tiefstem Herzen. Das hört man auch an meiner Begeisterung gerade, die hier mich überkommt. Ich applaudiere gerade mit allen mir zur Verfügung stehenden Händen. Das heißt null. Es sei denn, dass man müsste noch die mentale Steuerung hier einführen. Dass man einfach nur denkt, oh, ich gehe jetzt mal da lang und dann geht er halt mal da lang. So. Ja, Glücksspitzhacke bringt natürlich nichts bei den Eisenblöcken, weil da halt die Blöcke komplett bleiben. Man kann die dann wieder hinbauen. Die bringen auch keine Erfahrung. Ja. Um es nochmal gesagt zu haben. Ja, wir haben gleich so viel Kohle schon wieder. Leider wird die Erfahrung nicht mehr, habe ich so den Eindruck. Oder sollte eigentlich auch nachvollziehbar sein. Oder ich rede schon wieder Unsinn. Und das ist tatsächlich so. Dann wäre es natürlich noch geiler, weil wir natürlich die Level auch gut gebrauchen können. Wir sind ja, ne? Wir sind der alte Verzauberungshechte jetzt mittlerweile. Da wollen wir aber mächtig was haben hier an Magie, magische Kraft. Wie komme ich denn da runter? Will ich da überhaupt runter? Auf diesem Weg? Oder kann ich hier auch, ne? Hier kann ich Gold. Nicht aus. Ah, ja, ha, 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 ha.
Diamant. Um es mal so gesagt zu haben, ein Diamantel ist da unten. Der ist so ein Mantel. Ach, der versteckt sich aber. Ja, ich sehe dich doch. Hi. Aber das ist auch Lava, das ist das Gefährliche. Aber so schnell Diamanten gefunden, unfassbar. Und dann auch noch mindestens zwei. Und Redstone und alles aufeinander, als ob hier ein Gabentisch wäre. Hallo? Da hinten sehe ich schon wieder Leute von heute. Die Beute unseres Aufenthalts hier. Ich falle gleich runter. Wenn ich nichts dagegen unternehme. Ich muss unbedingt hier Ordnung reinbringen, aber auch machen wir es mal so. So. Da kommen dann Diamanten hin. Komm, machen wir es mal so. Wir haben das ja schon die ganze Zeit hier bei uns. Ich höre euch doch. Ihr Pfeifen. Ja, ihr haut, genau, haut euch mal gegenseitig. Das ist gut. Ich falle mal runter. Hallo. Noch mehr. Ah, sind das zwei? Ja, Lava. Zwei Diamantvorkommen direkt nebeneinander hier. Also ich meine, eins kann ja nicht sein, das wäre zu weit auseinander. Das ist ja absolut fucking crazy hier. Um es mal so zu sagen. Der hatte gerade noch eine, aber es ist nur ein Pfeil. Der nach oben zeigt. Warte. Einer. Willst du mich verhohne piepeln? Ah, guck euch jetzt mal an. Diamant. Ich bin reich. Ich bin die Reiche. Oh, was da? Puh. Und da vorne ist ja noch das zweite Vorkommen. Ach, alter Faniso. Was auch immer das ist. Eieieieisen. Das soll was heißen. Drei Stück. Nochmal ein paar. 17 Diamanten wegen so einem Killefit-Abgang hier. Aber hallo, da geht mir gerade eine ab. So ein bisschen. Ah, guck mal. Haha. Röstfledermaus. Da, vielleicht finden wir ja noch mehr. Ah, das wäre. Also, ich darf übrigens nicht sterben, ne? Jetzt so. Ich habe keinen Eimer mit Wasser mit. Ich alter Heini. Fällt mir jetzt gerade mal auf. Ich nehme nochmal den Redstone mit. Vielleicht ist ja noch ein Diamant. Hm. Das wäre es jetzt noch, wenn da jetzt noch mehr Diamant wäre. Eieiei, ich muss das unbedingt in meinem Kalender markieren, dass wir so erfolgreich waren. Ah. 21, alter Schawutki. Was ist hier denn los? Ist Geburtstag oder was? Also ich, da muss ich mich gerade mal echt freuen, so ein bisschen. Falls man das nicht erahnen könnte. Ah, oh, palim palim. Ich komme mir vor, als ob ich in so einen Tante-Emma-Laden reinstürmen würde. Immer raus und rein. Ich bin schon wieder, ich kann ja die Diamanten wegschmeißen. Das... Da brauche ich dann mal nicht hier den ganzen... drei Kies im Orden, sowas. Wir finden hier viel zu viel Zeug. Alter Schwede, ey, wie schnell das geht. Ich bin ja gerade mal echt immer noch... Also ich bin, deswegen bin ich. Das ist auch eine wichtige Erkenntnis. So. Das ist alles so viel. War da gerade was? Nee, es war nur das. Ich muss gleich echt irgendwas wegschmeißen, irgendwas Wichtiges. Nö, muss ich nicht. Wer hat, der hat. Stichwort hat. Was haben wir denn? Aber was haben wir denn? Das ist schon wieder blaues Zeug. Da habe ich ja nun überhaupt keinen Platz mehr für. Kommt noch und komm weg. Ah, wie viel das auch bringt. 15 aus einem Teil. Das ist ja phänomenal. Ne, das Phänomenal, das kennt man ja. Schwimmt im Gewässer. Und der möchte aufs Maul. Hallo. Ja, ich weiß doch, wie ich deine Bedürfnisse befriedigen kann. Einmal so ein schönes Schwert. Direkt zwischen die Zähne. Wir sind jetzt
an eine Sackgasse. Das ist gut, das ist sogar sehr gut. Das heißt, ich kann mich wieder der Abbauung widmen. Ich wollte das ja gerne in Sackgassen so haben, dass ich da tatsächlich alle Rohstoffe mitnehme. Das heißt, den Teil können wir dann komplett auch abschließen. Ja, sieht auch ganz gut aus. Das heißt, ich versuche mir das mal so zu markieren, dass das tatsächlich funktioniert. Das ist Zombiefleisch, hallo? Was ist das denn hier? So, so. Und, ja, mal so. So, dann sieht man das wenigstens. Und hier zwischen Fackeln. So, vielleicht achte ich dann ja jetzt drauf, wenn ich da durchrennen will, dass da Fackeln im Weg hängen. Aber Gold!